Moin, herzlich willkommen zurück zur Samstagsausgabe Let's Play LS17 auf einem nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map hier in der Version 1.8 ohne Gräben. Was haben wir gemacht? Wir haben hier gerade Feld 3 gedüngt, was wir uns neu gekauft haben. Ich hole jetzt mal den Düngerstreuer ab. Wir sind dabei, die ganzen Produktionen zu verpflegen, zu versorgen, dass das alles mal läuft. Und ja, das heißt für uns also auch Paletten. Und viele andere Sachen. Jetzt holen wir uns aber erstmal hier unseren Düngerstreuer zurück, der noch auf Feld 3 stand. Ja, das mit dieser Reinigungsbrühe scheint ja zu funktionieren. Einmal voll machen bitte. Danke. Dann nehmen wir nämlich hier gleich unseren Düngerstreuer weg von Horsch. Da steht er. Dann habe ich ihn jetzt da durchgefahren. Hat irgendwie, haben beide keine Kollision. So, was ich mit dem Feld mache, weiß ich ja immer noch nicht. Also ich habe da schon eine Idee. Aber die würde für mich heißen, dass ich die Map editieren muss im Editor. Na mal gucken. Mal gucken, was ich damit mache. Große Gefahr. Ja. Große Nachfrage bei Getreide für Kompost. Das ist schön. Kompost können wir aber selber erstmal gebrauchen. Kleiner Unterschied, ne? Den auch mal wegbringen, vor allem Licht ausmachen. Kann ja schlecht immer predigen hier, Leute. Fahrzeuge abstellen, Licht ausmachen. Und so, und dann. Und dann macht's keiner. Das kann ich ja nicht machen, ne? Den hier mal kümmern. Wo fehlen denn hier die? Mal schauen. Oh, wahrscheinlich zu weit weg, ne?
Aber was soll's. Oh. Ja, das bringen wir jetzt einfach mal zu Aldi. Warum zu Aldi? Weil Aldi hier am nächsten dran ist. Ahnst es nicht. Hä? Wieso sind der schon wieder fertig? Aber da sind noch keine Paletten. Ja, also wir müssen zusehen, dass wir hier alles erledigt kriegen. Wie gesagt, ich lagere jetzt nichts mehr großartig ein im Hoflager, einfach weil ich befürchte, oder nicht befürchte, sondern weil es sein kann, dass wir vielleicht bald ein neues Lagerhaus-Skript bekommen und dann werden meine ganzen Sachen weg wahrscheinlich. Großballen, Retterpaletten. Na gut, das wäre eher gewesen. Retterpaletten. Kriegen damit? Zwei oder vier? Oh, acht Stück? Das ist ja der Hammer. Ja, echt der Kracher. Das ist sehr geil. Ich glaube, da muss ich mir noch so eine Plattform kaufen. Ich hatte hier doch eigentlich auch mehr hingebracht. Oder war das oben bei der anderen? Naja, ist auch egal. Oder auch Zeit. So, jetzt mach mal. Euch könnte ich da auch noch mal eben versorgen. Indem ich mal eben normale Paletten einschalte. Paletten. Paletten schon wieder abgeblieben sind jetzt, die es nicht in Autoload geschafft haben. Ich bringe jetzt erstmal hier was ins Pelletlager. Also hier habe ich kein Problem damit, was abzuladen.
Nein, weil die hier ja eh schon auf dem neuen Skript basieren. Aber hier ist auch bald kein Platz mehr, glaube ich. Naja, doch, vielleicht. Nein, ich wollte nicht die Angefangene mitnehmen. Oh, shit. Naja. Nützt nix. Nützt nix. So. Und du da? Ich bringe auch mal eben schnell zu Aldi. Kriege ich zwar nichts für, aber nützt ja nichts. Ist ja zum Glück gleich um die Ecke. Dann fahren wir danach dann direkt mal zu den Schafen. Holen da mal die Wolle ab. Und so weiter und so fort. So, hier rum. Ah, kaum was drauf hier auf der Palette. Lohnt sich überhaupt nicht das Fahren. Aber naja, mein Fehler. Ich hau das jetzt auch nur bei Aldi los, weil ich einfach keine Lust habe, wegen so ein bisschen noch weiter zu fahren und mir Superpreise rauszusuchen, die es im Moment sowieso nicht gibt. Bei den Schafen so gut. Kriege ich ja ständig die Meldung, dass da kein Platz mehr ist. Irgendwas abzuliefern, hier welche Palle. Daher müssen wir da wohl mal hin.
frage mich ja, ob ich einfach das mal jetzt so über Nacht laufen lassen soll, wenn ich nachher gar nicht spiele. Um einfach mal Paletten zu produzieren. Aber dann produziere ich auch von allem anderen. Das will ich eigentlich jetzt noch gar nicht. Muss ich das Fruchtwachstum ausschalten? Ja, das könnte man machen, in der Tat. Aber die anderen Sachen kann ich ja nicht einfach ausschalten. Deshalb komme ich ja gerade. Yu Hong. Il Honko. Auch hier lang fahren. Ist einfacher. Das Feld da unten gehört uns noch gar nicht, ne? Oh, oh, oh. Gut, dass wir hier keine Gräben haben. Ich muss sagen, die sind echt gut, diese Plattformen hier. Hier ist Warenannahme. Anlieferung Wolle. Ja, sag ich doch. So. Fahren wir gleich nochmal dahin und holen die restlichen Paletten ab, damit wir dann da erstmal wieder Ruhe haben. Weil so produktiv sind die Schweine. Die Schafe nicht. Schafe nennen wir uns bei uns oben an der Küste übrigens auch manchmal Pullover-Schweine. So. Ja, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo, ihr wisst schon. Wie immer, besucht mich bei Facebook, kommt auf meiner Homepage, Friedenjung13 und ja, schaltet heute Nachmittag wieder ein zur zweiten Folge hier am Samstag. In diesem Sinn, sag ich mal, ciao!